So, da ist ein Rennen und da ist ein Rennen. Wir machen das einfach mal, ne, würde ich sagen. Okay. Starte das Rennen. Okay. So, dann machen wir das mal und reiten dann endlich zurück. Okay, das ist der Weg, den wir gerade auch schon geritten sind. Das ist aber ganz schön lang, mein lieber Herr und so. Ach nee, doch nicht. Das ist ein anderer Weg. Okay. Das ist aber lang. Komm, Leonie, lauf. Gib alles. Spielzeit 3:13. Okay. Wir das schaffen? Bin mir da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Kann man hier auch so ein bisschen abkürzen? Einfach ein bisschen neben der. Ich versuche mehr geradeaus zu laufen, statt die ganzen Ecken mitzunehmen. Das ist aber ein ganz schön langes Rennen, muss ich sagen. Oh, entschuldige, Leonie. Ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Es tut mir wirklich sehr leid. Sorry. So, da kann ich ja schon mal und so. So, jetzt gib ihm aber wieder. Oh, eine Schafweide und Tracker. Traktor. Tracker. Ja, genau, ein Tracker. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen langsamer. Und geben wieder ein bisschen Stopp. Boah, das ist aber ein echt ein langes Rennen, meine Güte. Wird das schaffen in der Zeit? Ah, da ist schon. Okay. Das wird aber ganz schön eng, also mit 3:13. Du hast eine Medaille gewonnen. Juhu! Okay. Ja, das ist ja super. So, ja, dann können wir jetzt mal wieder zurückreiten, ne? Sehr schön. Das sind ziemlich weite Wege hier, ne? Also, wow. Dann geben wir die Leonie jetzt auch mal ab, damit die sich auch ein bisschen erholen kann. Die hat nämlich sehr viel getan heute. So, dann müssen wir da wieder rein. Ja, entschuldige, Leonie. Ich habe nicht drauf geachtet. Sorry. Ja, auf jeden Fall ist schon echt schön hier. Ach ja, ich möchte auch mal runter zum Strand. Kommen wir da eigentlich irgendwie hin? Ja, genau, da kommen wir hin. Richtig. Da. Mhm. Okay. Das können wir dann auch mal in Angriff nehmen. Genau, ach, da geht's runter. Alles klar.
Du hast meinen Glücksstein wirklich wiedergefunden? Danke. Weißt du, ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ein bisschen Glück kann man immer gebrauchen. Meine nächste Bitte ist etwas anderes. Und diesmal sollst du nicht etwas für mich holen, sondern für mich ausliefern. Könntest du diesen Brief in Arthurs Briefkasten werfen? Also ich meine, Mr. O'Neill. Aha. So. Was in dem Brief steht? Ach, so ein paar Zeilen unter alten Freunden und außerdem, dass Lakeside wieder eine Lieferung frischen Hafer braucht. Mr. O'Neill ist nämlich der Farmer hier und die Pferde mögen seinen Hafer ganz besonders gerne. Aha. So. Aber wir bringen jetzt erstmal. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Ja, ach so, ich darf jetzt Leonie gar nicht wegbringen. Na gut. Dann. Alter Schwede, schon wieder so weit? Boah. Wollte jetzt eigentlich und so. Na gut, okay, machen wir das. Ja, dann laufen wir mal, ne? Ich wollte jetzt eigentlich mal hier die Koppel und Leonie versorgen. Okay, das ist aber das Letzte, was wir jetzt heute machen. Also nicht das Letzte für die Aufnahme, sondern generell. Können wir hier drüber reiten oder? Ah, das ist cool. Okay, dann kann man doch ein bisschen Abkürzung nehmen. Weil sonst ist das echt extremst weit. Ach ja, ist schon schön hier. Aha, diesmal habe ich drauf geachtet. Aber sonst gehen wir immer Vollspeed, sonst kommen wir hier überhaupt nicht vorwärts. So, ich glaube, da müssen wir mal hier mal ein bisschen ausweichen. Da ist noch so ein Rennen. Oh je, da haben wir viele Rennen hier. Ich habe so das Gefühl, dass wir gerade schon mal waren. Kann das sein? Okay. Oh, wir haben einen neuen Schweif bekommen, beziehungsweise einen Knoten. Oder Schweifgeflecht so. Und wieder zurück. Ja, für den Brief. Na super. Aber zum Glück können wir querfeld einreiten, weil ist so schon sehr, sehr weit auseinander. Ich möchte mir auch noch die neuen Sachen angucken, die wir dann heute so bekommen haben. Ja, ich scheuch dich aber heute wirklich durch die Gegend, wa? Armes Pferdchen. Wir sind gleich da. Kannst du dich einfach ein bisschen ausruhen? Ne? So, dann wollen wir mal hier wieder zurück. Ich hätte ja auch von da reinreiten können. Na, ist egal. So, gehen wir mal zu Mrs. Jacobs. Danke fürs Ausliefern. Mr. O'Neill wird den Hafer bestimmt bald liefern und die Pferde werden sich freuen. Heute habe ich keine weiteren Aufgaben für dich. Komm doch bitte morgen wieder.
du hast jetzt frei. Oder auch nicht. So. Möchtest du heute noch reiten? Nein, heute nicht mehr. In Ordnung, dann kümmere ich mich jetzt um Leonie. Hast du dein Pferd schon gefüttert? Das mache ich jetzt. Okay, du weißt ja schon, wo alles ist. Na klar. So, jetzt können wir sie füttern. Dann machen wir das doch einfach mal. Witziges Auto, muss ich sagen. So. Wie gesagt, ich möchte mir gerne die neuen Sachen noch angucken. Sehr schön. Wasser braucht ihr auch, ne? Fülle den Eimer mit Wasser. Wo waren das nochmal? Ach, da war das, genau. Okay. Supi, so, dann sind die Pferde nämlich auch versorgt. Bitte schön, beende den Tag. Ja, gerne. Zu Abendessen. Neuen Gegenstand erhalten. Heute war ein aufregender Tag. Erst waren Emilys Pakete verschwunden, dann wurde auch noch Mia vermisst. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Die Reitstunde danach war toll. Leonie und ich sind schon ein richtig tolles Team. Ja. Heute treffe ich die anderen Mädels zu einem Picknick. Das wird sicher toll. Wir haben perfektes Wetter dafür. Mhm.